Manchester, eigentlich bekannt für Fußball, Nachtleben und Kultur. Das wird auch den Studenten Reinhard S. in die Metropole in Nordengland gezogen haben. Er wird später als berüchtigter Serienvergewaltiger in die Geschichte Großbritanniens eingehen. Reinhard S. wird als jemand beschrieben, der sehr selbstsicher auftreten konnte, sehr charmant, sehr leicht Freundschaften geknüpft hat. Seine Opfer findet er im Nachtleben in und vor den Clubs der Studenten statt. Er lädt sie in seine Wohnung ein und betäubt sie mit Daydrape-Drogen. Als sie hier am nächsten Morgen aufwachen, können sich seine Opfer an nichts erinnern. As far as the judicial process, probably anywhere in the world is concerned, he's probably the most prolific rapist that's come through the court. Gefasst wird Reinhard S., als die Polizei seine Handys durchsucht. Darauf finden sie mehrere Terabyte Videos seiner Taten. We believe there's over 190 victims and 70 of them are still to be identified. Und der Fall Reinhard S. hat noch eine Besonderheit. Alle seine Opfer sind Männer. Verantwortlich für sexuelle Gewalt sind immer die Menschen, die diese Gewalt ausüben. Dennoch haben Opfer sexueller Gewalt häufig mit Schuld- und Schamgefühlen zu kämpfen. Wie sieht es aus, wenn Männer Opfer sexueller Gewalt werden? Freitag, 2. Juni 2017. Ein 18-jähriger Rugby-Spieler feiert mit seinen Freunden in Manchesters berühmtem Factory Nightclub. Er geht kurz an die frische Luft. Vor dem Club lernt er Reinhard S. kennen. Die beiden verstehen sich gut und Reinhard S. lädt den Mann auf ein paar Drinks in seine Wohnung ein. Dass die Drinks mit Daydrape-Drogen versetzt sind, ahnt er nicht. Und so ging es sehr wahrscheinlich all den Opfern. Sie alle gingen nicht davon aus, dass man als männliche Person eine Daydrape-Droge verabreicht bekommen und dann vergewaltigt werden kann, weswegen sie sehr wahrscheinlich glaubten, sie hätten einfach einen alkoholbedingten Blackout gehabt und es sei überhaupt nichts Schlimmes passiert. Stunden später kommt der Mann zu sich. Auf dem Boden von Reinhard S. Badezimmer. Er liegt mit dem Gesicht nach unten und spürt, wie er sexuell missbraucht wird. Bei Menschen gibt es drei Notfallmechanismen, nämlich kämpfen, fliehen oder erstarren. In diesem Fall ist das Opfer erwacht und hat dann mit massivster Gewalt reagiert. Sogar deutlich mehr Gewalt, als notwendig gewesen wäre, um der Situation zu entkommen. Und man muss dazu sagen, dass Männer aufgrund ihrer Lernerfahrungen häufiger in solchen Situationen mit Wut reagieren, weil es bei Männern eher anerkannt ist, dass sie aggressiv reagieren, als dass sie zum Beispiel traurig oder ängstlich reagieren. Das Opfer flieht aus der Wohnung und ruft die Polizei. Die findet Reinhard S. schwer verletzt in seiner Wohnung und verhaftet erst einmal sein Opfer. Der Mann beteuert seine Unschuld. Reinhard S. habe ihn angegriffen und vergewaltigt. Er habe aus Notwehr gehandelt. Nach diesen Aussagen soll die Polizei erstmal seine sexuelle Orientierung in Frage gestellt haben. Er wurde also gefragt, ob er schwul sei. Hier zeigt sich etwas, das in der Forschung der letzten Jahre auch immer wieder Thema wird, nämlich es gibt Vergewaltigungsmythen bezogen auf männliche Opfer. Und zu diesen Vergewaltigungsmythen in diesem Fall gehört, manche männliche Opfer seien ja vielleicht gar nicht Opfer, wenn sie homosexuell oder bisexuell seien. Denn wenn sie dies seien, so die falsche Vorstellung, dann würden sie ja möglicherweise zu allem einwilligen. Unter anderem dieser Mythos ist eine Erklärung dafür, warum es Männern besonders schwerfällt, über selbst erlebte sexuelle Gewalt durch andere männliche Personen zu sprechen und warum sie sich häufig nicht mal engsten Bezugspersonen, geschweige denn der Polizei, anvertrauen. Reinhard S. kommt ins Krankenhaus und wird dort von der Polizei verhört. Er fragt, ob die Polizei ihm sein Handy aus seiner Wohnung holen könnte. Um sicherzugehen, dass es wirklich sein Handy ist, fragen die BeamtInnen ihn nach der PIN. Er wird nervös und versucht, ihnen das Handy zu entreißen. Das kommt den BeamtInnen verdächtig vor. Als er die PIN schließlich herausrückt, finden sie hunderte Videos. Horrendous and horrific footage of severe and depraved sexual offenses taking place. 3 terabytes of data, which is approximately 1500 DVDs worth of film, to piece together an investigation. And it's been described to me by one of my officers, it was like putting together a jigsaw without a picture. Die meisten von S-Opfern sind Studenten. Anhand von Gesichtserkennung und Datenbanken der umliegenden Universitäten können über 130 Opfer identifiziert werden. 70 weitere Opfer sind bis heute unbekannt. Einer der Männer schildert in einem Interview, wie schwer es ist, plötzlich, Monate später, mit einer Vergewaltigung konfrontiert zu werden.
I felt at fault. I felt that I made lots of bad decisions, and I felt that I'd been kind of reckless. I did feel used, I felt dirty. Ein weiterer Vergewaltigungsmythos ist, dass Männer überhaupt nicht Opfer sexueller Gewalt werden können. Und weil diese falsche Annahme sehr stark verankert ist in gesellschaftlichen Vorstellungen, war es auch in diesem Fall erstaunlicherweise so, dass viele der Opfer, als sie aufwachten und merkten, dass die Situation komisch war, dass sie sich nicht gut fühlten, gar nicht den Bezug hergestellt haben dazu, sie könnten Opfer einer Vergewaltigung geworden sein, weil es für sie unvorstellbar war, dass ihnen als Männern das passiert sein könnte. Die meisten Opfer wussten also gar nicht, was ihnen passiert ist. Sie damit so viel später zu konfrontieren, kann extrem traumatisch sein und schwerwiegende psychologische Folgen haben. Ein Team des St. Mary's Sexual Assault Referral Center begleitet die Beamtinnen, um das zu verhindern. Some men were very distressed by what they'd heard. We have had some men who've thought about taking their own lives. And it's been really quite challenging to keep them safe, but also make sure that they have the appropriate support. Nur 48 von Reinhard S. über 130 identifizierten Opfern sagen vor Gericht gegen ihn aus. Und das, obwohl die Videos ein sehr starker Beweis sind und eine Verurteilung des Täters ziemlich wahrscheinlich scheint. Hier spielten sehr wahrscheinlich auch Vergewaltigungsmythen bezogen auf Männer, die Opfer sexueller Straftaten werden, eine Rolle. Also Annahmen wie, wenn das soziale Umfeld das mitbekommt, dann könnte das soziale Umfeld glauben, der heterosexuelle Mann sei homosexuell. Das soziale Umfeld könnte auch das Ganze belächeln und sagen, wie, du konntest dich gar nicht verteidigen, bist du denn gar kein richtiger Mann? Und all solche negativen Stereotype können dann die Angst davor, sich als Opfer zu outen, so groß machen, dass viele der Männer sich dagegen entschieden haben. Reinhard S. kommt 2007 als Student nach Manchester. Seine ehemaligen Mitbewohner beschreiben ihn als netten, attraktiven Mann. Er bringt schon damals oft Männer mit nach Hause. Sie denken, es wären harmlose Dates. Dass es ganz anders gewesen sein könnte, ahnen sie nicht. Reinhard S. wird als jemand beschrieben, der sehr auf sein Äußeres Wert legte, der immer freundlich war, immer hilfsbereit. Und genau diese Art des Auftretens verschaffte ihm Vertrauen. Genau das Vertrauen, das viele dieser Männer dazu brachte, mit einem fremden Mann mitzugehen in seine Wohnung und auch von ihm Getränke anzunehmen. Er hatte definitiv die Möglichkeit, einvernehmlichen Sex zu leben, hat sich aber dafür entschieden, Männer zu vergewaltigen. Die Frage ist, was war die Motivation? Reinhard S. selbst hat sich nie dazu geäußert. Anhand der Informationen, die über ihn bekannt sind, bekommt man aber einen Einblick in seine mögliche Motivation. Seine Opfer sind fast ausschließlich heterosexuelle Männer. In Chats schrieb er davon, dass er Spaß daran hatte, Heteromänner in seine Welt einzuführen. Außerdem sind die meisten körperlich größer und muskulöser gebaut als er. Es macht den Eindruck, als habe er durch diese Manipulation und die Tatsache, dass er dann eben sie vergewaltigen konnte, als sie bewusstlos waren, sich einen sehr starken Machtkick verschafft. Ich glaube also, dass es tatsächlich zu seiner Fantasie gehörte, hier Männern Sexualität aufzuzwingen, die sie nicht freiwillig an sich hätten vornehmen lassen. Es gibt allerdings noch eine andere Möglichkeit, die hier eine Rolle spielen könnte. Die sogenannte Somnophilie. Das ist eine selten vorkommende sexuelle Vorliebe. Somnophile Menschen finden es erregend, wenn ihr Gegenüber tief schläft oder sogar bewusstlos ist. Menschen, die somnophil sind, werden durch diesen Zustand ihres Gegenübers sehr stark sexuell erregt. Und das kann damit einhergehen, dass sie eben dann auch sexuelle Aktivitäten an diesem schlafenden oder bewusstlosen Menschen vornehmen wollen. Vor Gericht plädiert Reinhard S. auf nicht schuldig und gibt an, dass es sich in allen Fällen um einvernehmlichen Sex gehandelt habe. Er spricht von Spielen à la 50 Shades und sagt, dass die Männer sich bewusstlos gestellt haben und dass sie von ihm gefilmt werden wollten. Für mich ist sehr auffällig, dass die Einlassungen von Reinhard S. vor Gericht so gar nicht zusammenpassen möchte auf den ersten Blick zu seinem Verhalten, als er im Krankenhaus war, wo er offenbar große Angst hatte, dass das Beweismaterial von der Polizei gefunden werden würde. Und besonders schlimm finde ich an dieser Stelle, dass er einen typisch
männlichen Vergewaltigungsmythos hier als Verteidigungsstrategie benutzt hat, nämlich die Behauptung, Männer könnten nicht Opfer werden, Männer könnten sich immer wehren und Männer, die homosexuelle Aktivitäten an sich vornehmen lassen, die würden das stets freiwillig tun, weil sie selbst das wollen würden. Wegen der Vielzahl der Opfer wird in 4 Prozessen gegen S verhandelt. Insgesamt sagen 48 Opfer gegen ihn aus. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Vergewaltigung in 136 Fällen sowie weitere Straftaten vor. Reinhard S. wird in allen 4 Prozessen für schuldig befunden. Danach geht die Polizei mit dem Fall an die Öffentlichkeit. Today's verdict has seen Reinhard brought to justice for carrying out vile attacks on a total of 48 men. And he has now been convicted of over 159 charges of serious sexual offences in total and will serve a life sentence. Dieser Fall beinhaltet einige komplexe gesellschaftliche und psychologische Aspekte, die wir in unserem neuen Der Fall-Podcast tiefergehend beleuchten. Dabei gehen wir unter anderem der Frage nach, warum es bisher relativ wenig Forschungsergebnisse zum Themenfeld männlicher Opfer sexueller Gewalt gibt. Reinhard S. wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Er kann frühestens 2060 begnadigt werden. Im Alter von dann 77 Jahren. Nach den Verurteilungen wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit und verspricht alles zu tun, um die letzten 70 Opfer zu identifizieren. We are appealing for anyone who believes they may have been a victim of to please come forward. We have a dedicated team of specialist officers ready to work alongside partner agencies to provide you with the support you need. I hope the work of the investigation team will send a clear message that Greater Manchester Police is prepared to invest the time and resources into bringing those people who carry out sex offences to justice. Das Medienecho des Falls in Großbritannien ist groß. Wohl auch bedingt dadurch melden sich immer mehr Männer bei Hilfsstellen für Überlebende von sexuellem Missbrauch. It's a really brave step to take. Dazu gehört auch die Wohltätigkeitsorganisation Safeline, die viele von Reinhard S. Opfern betreut. Men do want to talk. We just need to give them the opportunity. And so there has to be a cultural shift where we encourage men and we support men to talk. And we see it as a really good thing to talk and not something that's, you know, anti-male. Dieser Fall beinhaltet einige sehr wichtige gesellschaftliche Aspekte. Es muss mehr Hilfsangebote für alle Opfer sexueller Gewalt geben. Außerdem müssen Vergewaltigungsmythen bezogen auf männliche Opfer sexueller Gewalt abgebaut werden. Gesellschaftlich ist dies wichtig, damit die Gesellschaft anerkennt, dass auch Männer Opfer sexueller Gewalt werden. Es ist aber auch sehr, sehr wichtig für die Betroffenen. Die Betroffenen müssen überhaupt für sich anerkennen können, dass sie Opfer sexueller Gewalt geworden sind. Und ganz wichtig ist für sie, dass sie wissen, es ist nicht ihre Schuld, es macht sie nicht unmännlich und sie haben ein Recht auf Unterstützung und auf Anerkennung. Seid ihr oder Menschen, die ihr kennt, Opfer sexueller Gewalt geworden? Falls ja, gibt es Hilfe für euch. Wir haben in der Videobeschreibung Hilfsangebote verlinkt. Außerdem findet ihr hier das Video "Im Krankenhaus betäubt, gefilmt und vergewaltigt. Der Fall Bethel" und ein weiteres Video aus dem Funkuniversum.